Ja, hallo, mein Name ist Martin Heinzmann, bin Geschäftsführer bei Hagemeyer in Minden. Hagemeyer ist ein Modehaus hier in Minden mit 3 Filialen in der Region. Ich bin zuständig für die Digitalisierung, nicht nur zuständig, sondern mit Leidenschaft für die Digitalisierung zuständig. Also wenn heute so mancher Internethändler vielleicht sein 5-jähriges feiert, Shopware sein 20-jähriges, haben wir letztes Jahr das 140-jährige gefeiert. Viel damals in die Gründung von ganz vielen solchen Modehäusern, die es heute gibt. Es war eine Tuchhandlung 1879, ist immer größer geworden, ist gewachsen. Also das Gebäude, wie man es auch im Hintergrund sieht, ist seit 2007 unser Aushängeschild, die Hagemeyer Galerie. Und die war eigentlich 2007, wurde gerade mal das iPhone erfunden, die war noch sehr, sehr stationär ausgerichtet. Ja, in der langen Historie von Hagemeyer gab es halt auch noch dann die Wirtschaftswunderzeit, sodass sich viele, viele Verkäuferinnen noch daran erinnern, wie zum Sommerschlussverkauf die Kundenmassen vor der Tür standen und die Türen wurden aufgeschlossen und alle rannten rein. Und auf einmal mit der Krise waren die Türen zu und keiner kam mehr rein. Und das war eben für uns halt dann der Gedanke, wie sind wir für unsere Kunden auch da, wenn die Türen zu sind. Da sind wir eigentlich losgezogen, hatten auch mit unserer Werbeagentur gesprochen, wie wir uns das vorstellen und einen IT-Dienstleister gesucht. Dort wurde uns halt von sehr, sehr guten Erfahrungen mit Best IT berichtet und so, dass wir da auch den Kontakt aufgenommen haben, weil Best IT halt schon sehr viele Projekte umgesetzt hat, die sehr praxisnah sind, mit Händlern zusammen und auch eine Retail-Erfahrung haben. Von der Shop-System-Ausrichtung her war ich immer unterwegs, nach einem getrennten System zu gucken, also Frontend, Backend getrennt. Weil für mich immer so diese Webseiten, wenn man Firmen besucht hat, die Shop-Systeme programmieren, hat man das Shop-Frontend immer gesehen, so ja, auf einem Bildschirm, an einem Schreibtisch. Aber die Mehrzahl unserer Kundinnen hauptsächlich bestellen eben mit mobilen Geräten. Und da kam halt dann auch eben Shopware mit der neuen 6er-Version ins Spiel. Die Neuentwicklung, die ich fand, damals in die richtige Richtung ging. Also ein Shopware 5 zum Beispiel wäre für uns aufgrund der Ausrichtung nicht in Frage gekommen. Best IT hat einen Customer Success Manager, der rief irgendwann an und wollte mit uns Erfolg haben. Und ich gesagt, gerade schwierig, wir haben keine Kunden hier. Dass wir unser Shopware 6 System eben doch als Online-Shop betreiben wollten, dann war halt auch meine Frage, ja, wahrscheinlich haben wir dann schon längst wieder offen und der nächste Virus grassiert durch die Welt, bis das fertig ist. Und dann meinte Best IT, nein, das kriegen wir auch in 18 Tagen hin. Und das hat dann auch mit, ja, wenn man sagt, 18 Werktage waren noch ein paar Wochenenden dazwischen, also 18 Tage plus nach Feierabend für viele, für alle, die mitgemacht haben. Aber letztendlich haben wir das geschafft, durch viel, viel Automatisierung den Shop in seiner Standardversion in dieser Zeit auch auf die Beine zu stellen. Also um so ein Projekt erfolgreich abzuschließen, war sehr, sehr wichtig, dass man eben auch auf Best-IT-Seite einen Ansprechpartner hatte, der sich dann zentral um alles gekümmert hatte. Somit ging es halt eben sehr, sehr viel schneller, wie im Normalbetrieb, wo halt bei uns auch viele Projekte bei einer Person gleichzeitig laufen. Das Positive an der Corona-Krise ist eben, dass Digitalisierung so wichtig geworden ist und dass es eben auch bei jedem angekommen ist, wie wichtig das ist. Also ich muss viel, viel weniger Überzeugungsarbeit leisten. Microsoft Teams war auf einmal ganz, ganz selbstverständlich. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, sich sehr, sehr viel davon zu bewahren, weil auch bei unserem Kunden wird das Thema Online-Bestellen, Online-Kundenservice, Austausch mit dem Verkäufer per WhatsApp, das wird nicht mehr weggehen. Also viele haben sich halt auch hier im Umland, gibt wunderschöne Dörfer, tolle Landschaften und viele haben halt gemerkt, ich kann auch dort bleiben und es klappt trotzdem alles. Und ich bin einfach der Meinung, dass viele das auch nutzen werden und weiterhin zwar lokal kaufen wollen, aber vielleicht sich nicht unbedingt ins Auto setzen und zu uns kommen. Also müssen wir kommen.